Es gibt Dinge, die passieren völlig aus heiterem Himmel, völlig überraschend, und es gibt andere Dinge, die passieren gewisserweise mit Ansage. Und das, was derzeit passiert, das passiert mit Ansage eher, denn es war klar, die Märkte werden die Notenbanker ein bisschen teasen, ein bisschen antesten, ein bisschen ärgern, weil wir hatten ja gestern und vorgestern nochmal den Märchenonkel Jerome Powell, der gesagt hat, nix Inflation, vorübergehend, überhaupt kein Problem, hear no inflation, see no inflation, speak no inflation. Und die Märkte haben es kurz nochmal geglaubt, man hat dem Märchenonkel zugehört und hat sich gesagt, ja, schöne Worte, wir sind Versicherte, dass ihr ganz, ganz lange die Zinsen nicht anheben wird, aber der Markt hebt die Zinsen an, indem ihr die Fed austestet und ihr klar macht, nein, wir glauben nicht dieses Inflationsgerede, dieses Runterreden, dieses Kleinreden der Inflation. Dementsprechend testet man die Fed, indem man die Renditen nach oben bringt oder auch andere Notenbanken, und genau das passiert, und das ist jetzt eine echt interessante Situation. Hier sehen wir den massiven Anstieg der fünfjährigen Rendite der US-Staatsanleihe. This is not an ordinary move in the market, in the bond market. Das ist also kein neuer, gewöhnlicher Move, keine gewöhnliche Bewegung im Bondmarkt. Die fünfjährige Rendite ist für die Fed ziemlich wichtig. Und wenn jetzt die Marke von 0,75% bei der fünfjährigen überschritten wird, the Fed will have a nightmare on its hands. Dann wird die Fed eine Albträume haben, so wird hier formuliert. Hier sehen wir die 10-jährige US-Staatsanleihe im Widerstandsbereich. Wir haben jetzt die 1,50, die 1,50% touchiert. Und das geht einfach ein bisschen sehr, sehr schnell, eben wegen den stark gestiegenen Inflationserwartungen, für die es Gründe gibt, zumindest im kurzfristigen Zeitfenster. Dementsprechend werden die Märkte jetzt nervös, denn steigende Renditen heißen ja nichts anderes, als dass die Kapitalmarktzinsen steigen. Dementsprechend sehen wir, dass die Aktienmärkte jetzt auch reagieren, vor allem der Nasdaq. Das hatte sich ja auch angedeutet, dass die Märkte da nicht so schnell locker lassen würden. Und wenn die nicht locker lassen und die Renditen weiter steigen, dann ist der Nasdaq eben das schwächste Glied. Und so kommt es. Denn auch surging US yields, particularly on the 5-year treasuries, is something which we think is inconsistent with the Fed dovish rhetoric on rates. Also, das passt nicht so ganz zur Rhetorik der Fed. Das ist messerscharf bemerkt, dieser Unterschied zwischen dem, was die Märkte tun, und dem, was die Fed sagt. Und das wird jetzt immer offenkundiger. Und es fällt dem einen oder anderen auf. Christine Lagarde hatte es für die EZB ja schon mal vorgemacht. Und heute Laney, der eigentliche Kopf der EZB-Chefvolkswirt, closely monitoring the evolution of long-term nominal bond yields. Man guckt also auf die Renditen sehr, sehr genau. Ballard von der Fed hat heute noch gesagt, naja, Bond Yields, die sind noch nicht so stark gestiegen, dass es problematisch wäre. Aber die Fed wird jetzt ziemlich unruhig, denn je schneller diese Geschichte geht, umso schwieriger wird es, umso teurer werden die Schulden, und das kann man sich eigentlich nicht erlauben. Jetzt gibt es aber ein Gegenmittel, die sogenannte Yield Curve Control. Also praktisch, indem die Notenbank definiert, ich setze mal ein oberes Ziel für die Rendite, etwa der länger laufenden Anleihen wie der 10-jährigen US-Staatsanleihe, und werde immer dafür sorgen, durch Käufe dieser Anleihen, dass dann diese Marke nicht übersprungen wird. Klingt in der Theorie wunderbar. Das Problem ist, es wird die Inflationserwartungen nicht senken. Das ist das eine. Die gehen ja nicht weg. Und dann wird der Markt natürlich zunächst mal sehen, ey, die Rendite der 10-jährigen Anleihe, die hat mit der Realität der ökonomischen Inflationserwartung, mit der Wirtschaftserwartung überhaupt nichts mehr zu tun. Und man wird dann weiter testen. Die Fed wird sozusagen die Fed weiter ärgern, wird weiter mal gucken, wie weit man die Fed anteasern kann oder andere Notenbanken. Hier zwei Kommentare auf Finanzmarktwelt, die ich sehr, sehr gut finde. Das Problem der steigenden Renditen mit einer Yield Curve Control lässt sich eben dadurch nicht lösen, denn eine Kontrolle der Renditekurve ändert ja nichts an den Inflationserwartungen eben, und außerdem wird der Markt auch diese Grenze austesten, wie weit die Notenbanken bereit sind zu gehen, wie damals die Kursuntergrenze bei Euro-Franken, wir erinnern uns, da musste die Schweizer Nationalbank dann auch irgendwann die ganze Geschichte aufgeben. Die Renditen müssen auch aus dem einfachen Grund steigen, weil in den nächsten Monaten und Jahren ein enormes Angebot am Markt untergebracht werden muss. Exakt, also es wird immer mehr Angebot geben.
Und angesichts der Inflationserwartungen ist dieses Angebot eben zumindest zu den aktuellen Preisen nicht interessant. Deswegen haben wir diesen Trend zu steigenden Renditen. Und solange das der Fall ist, wird es für die Aktienmärkte und vor allem für die Tech-Werte schwierig. Hier ein anderer Kommentator, ein noch größeres QI und nichts anderes wäre ja eine solche Yield Curve Control. Würde die Inflation dann noch mehr anheizen, weil es praktisch noch mehr Liquidität ins System bringt. Bei einer anziehenden Inflation sitzen die Notenbanken in der Zwickmühle und hätten nur noch die Wahl zwischen Pest und Cholera. That's exactly the point in my view, gell? Also ich würde sagen, diese Kommentare sind sehr vernünftig. Ja, man hat dieses Mittel Yield Curve Control, aber das hat schwere, schwere Nebenwirkungen. Und du kommst aus der ganzen Geschichte vor allem dann nicht mehr raus, wenn irgendwann du die Sache aufgeben musst und die Renditen massiv nach oben gehen, dann hast du immense Kursverluste mit den Bonds, die du gekauft hast als Notenbank. Also das ist eine ganz schwierige Geschichte. Die Notenbanken sitzen auf Deutsch gesagt in der Scheiße, um es mal so direkt zu sagen. Und sie versuchen deswegen natürlich die Situation schön zu reden und die Märkte wollen ja das Schönreden auch gerne hören, wie wir Menschen eben gerne ein Gesäusel uns gerne anhören, dass die Welt ganz wunderbar ist, dann möchte man das eben zumindest erstmal glauben, um dann festzustellen, naja, möglicherweise ist die Realität ein bisschen komplexer und dann wird es schon schwierig. Inflation, das große Thema. Wir sehen hier Eurozone zum Beispiel, Geldmenge M3. Und eben CPI, also die Verbraucherpreise. Und wir sehen, wir hatten ja jetzt im Januar diesen massiven Spike auch der Verbraucherpreise nach oben. Lag auch an Deutschland mit der wieder Mehrwertsteuererhöhung und der CO2-Abgabe etc. Und jetzt kommen dann bald eben die Werte aus dem März und April 2020 als Vergleichsmaßstab und dann wird die ganze Geschichte rocken. Wovon reden wir eigentlich? Wir reden von Inflation und von Wachstum. Okay, was ist das Wachstum, das jetzt projiziert ist für die USA? 5,1%, nachdem wir vorher noch ziemlich herb abgestürzt waren. Okay, 5,1%, das klingt gut, das klingt richtig schick, aber wir dürfen eins nicht vergessen, dieses Wachstum ist aus sich selbst heraus nicht tragfähig, sondern das ist rein schuldenfinanziert. Man braucht zwischen 5 und 7 Dollar Schulden, um 1 Dollar Wachstum zu erzielen und das ist eine ungute Bilanz und deswegen sehen wir, dass eben die Schulden in Relation zum BIP in den USA massiv nach oben gehen, jetzt bei etwa 100% auf dem Hochpunkt des Zweiten Weltkrieges und die Projektion geht dahin, dass wir bald bei 200% sind bis 2040. Also das ist sozusagen eine rein schuldengetriebene Wirtschaft, wo Wachstum nur noch über Schulden finanziert werden kann und wir sehen das Auseinanderdriften eben zwischen dem Wachstum, das ist hier der blaue Graph ganz unten und oben eben die Verschuldung aller Sektoren etwa in den USA, 80 Billionen Dollar ist das derzeit, das ist natürlich einfach der Hammer, das Bruttoinlandsprodukt liegt knapp unter 20 oder um und bei 20 Billionen der Amerikaner. Und was wird das bedeuten, wenn die Schulden weiter steigen? Dann hat der Staat Refinanzierungsbedarf und schauen wir uns mal die Vergangenheit an, zum Beispiel Zweiter Weltkrieg, dann sehen wir, dass die Steuersätze erhöht worden sind. Das wird wohl diesmal auch passieren, der Staat muss es sich irgendwo holen, das ist gar keine Frage. In Deutschland passiert das schon mit der CO2-Abgabe, für die wir sehr dankbar sind und anderen Dingen. Und was hat man uns nicht alles versprochen, vor allem in den USA? Vor allem Donald, der gesagt hat, ja, mache ich Steuerreform, dann totales Wachstum, dann kommt so viel Geld wieder rein, dass ich komplett alle Schulden abbezahle. Es ist nicht ganz so gekommen, nicht nur wegen Corona, sondern auch davor hat sich das nicht wirklich abgezeichnet. Die Staatsverschuldung der Amerikaner jetzt bei 28 Billionen. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt mal die Gesamtverschuldung mit Haushalten etc., mit der Firmenverschuldung uns zu Gemüte führen, dann sind es 80 Billionen. Jetzt haben wir natürlich einen absoluten Ausverkauf bei Staatsanleihen. Wenn die Renditen steigen, dann fallen die Kurse dieser Staatsanleihen. TLT ist zum Beispiel ein solches ETF, das länger laufende Staatsanleihen abbildet. Und wir sind jetzt sehr, sehr überverkauft bei diesem TLT. Was den RSI betrifft, da sind wir jetzt so bei 20. Also das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Haben jetzt auch hier eine Unterstützung bei diesem ETF. Und wie gesagt, der 1,50%, wo wir jetzt heute schon mal rangekratzt haben, das ist ein Widerstand. Da wird jetzt versucht werden, wahrscheinlich rhetorisch durch Notenbanker ein bisschen dagegen zu schießen. Wir sehen, dass diese steigenden Renditen dann eben auch schon bei den sogenannten Market Rates Spuren hinterlassen, also es steigen die Hypothekenzinsen, es wird ein bisschen teurer, sich Kredite zu nehmen. Genau das ist ja das, was die Notenbanker nicht wollen. Und wie gesagt, vor allem Growth davon betroffen. Nasdaq
Tankwerte etc. Wir sehen hier, dass wir jetzt an einem kritischen Punkt sind, auch was Growth to Value betrifft. Also das, was immer vorher gut gelaufen ist, war ja Growth und dann plötzlich seit November ist Value ganz toll, kritische Phase und kommen wir zu auch einer etwas absurden Situation wieder. GameStop, $145 aus dem Nichts, wahrscheinlich mit Optionen nach oben gejuckelt. Da haben welche Calls gekauft, es gab auf der anderen Seite noch Bestände an Puts und dann ist der Kurs gestiegen. Dann konnten die Market Maker sozusagen ihre Short-Position auf GameStop, die sie zum Abhatchen der Puts eingegangen waren, auflösen. Und so spult sich das Ganze nach oben. Jetzt träumen viele schon wieder in Wall Street Bets Foren und anderen, oh, das wird jetzt eine ganz tolle Party. Nein, die Party wird auch bald wieder vorbei sein. Warum? Relativ einfach, weil erstens die Short Squeeze Situation nicht mehr gegeben ist. Es ist einfach viel weniger Short Interest hier in dieser Aktie, 31%. Und vor allem zweitens, weil die Market Maker die Optionen teurer werden machen. Es wird also sehr, sehr teuer, dann Calls zu kaufen. Das wird die ganze Geschichte erschweren. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir nochmal solche Kurshöchststände sehen werden bei GameStop. Wer jetzt einen guten Zock gemacht hat, der sollte auch vielleicht mit nachziehbaren Stops arbeiten, um dann nicht wieder bös auf die Nase zu fallen, wie beim letzten Mal. Und wir sehen, dass es dann plötzlich Retail Brokerages Outages gegeben hat, also praktisch viele Broker wie Robinhood, wie E-Trade, TD Ameritrade nicht mehr funktioniert haben zwischenzeitlich. Wir erinnern uns an Robinhood, Trade Republic etc. ist noch nicht so lange her. Und Charlie Munger, der Kollege von Warren Buffett, hat sich da ja ziemlich negativ kürzlich geäußert über diese Robin Hooder etc. Und dann hatte Robin Hood eine Erklärung herausgegeben und sagt, das sei ja ziemlich elitär. Der Charlie Munger hatte gesagt, die Robin Hooder hätten so ein Mindset of a Racetrack Betters, also praktische Rennstreckenwetten, die da eingegangen werden. Aber hier geht es doch darum, und dass wir das doch ganz toll ermöglichen, dass die Leute endlich investieren, dass wir praktisch diese ganze Geschichte demokratisieren. Aber hey guys, es ist doch faktisch so, das hat doch mit Investieren überhaupt nichts zu tun. Das ist Zocken, das ist Wetten. Wir haben mit GameStop ein Unternehmen, das so dermaßen oldschool ist. Wundert mich, dass diese Generation dann ein Unternehmen aus dem frühen 17. Jahrhundert gefühlt hier so nach oben jazzt. Videospiele, stationär, Alter, geht's noch. Also das ist ja wirklich das Allerletzte. Und dementsprechend ist das eben letztendlich nur eine Rechtfertigung dafür, dass hier natürlich großartig gezockt wird mit Stimulusgeld. Mehr ist es leider nicht. Wer zocken will, das ist legitim, der kann das machen, aber er muss dann eben auch damit rechnen, dass die ganze Geschichte schief geht. Dass GameStop natürlich fundamental nichts da zu suchen hat, wo die Kurse derzeit stehen, ist bekannt oder sollte bekannt sein. Und es ist aber eben so, wie Jim Grant genialerweise formuliert hat, eine Aktie nur danach zu bewerten, wie die Gewinne des Unternehmens sind und die relevanten Zinssätze sind und die Steuern sind. Das ist natürlich nicht adäquat. Das kann man angesichts einer Menschheit, die schon Hexen verbrannt hat, die für irgendwelche absurden Gründe in den Krieg gezogen ist, die Josef Stalin verteidigt hat und damals wirklich geglaubt hat, als Orson Welles eine Radio-Feature gebracht hat, dass die Marsmenschen auf der Erde gelandet sind, und die Leute sind ja wirklich massenhaft damals in Panik geraten. Also angesichts solcher Situationen, die dem Menschsein offenkundig innewohnen, könnte man sagen, soll man sich überhaupt nichts wundern, ist eben Rationalität nicht das erste Kriterium des Menschen. Und das sehen wir bei GameStop. Wie gesagt, das hat fundamental überhaupt keinen Sinn. Das ist auch kein Investieren. Lass uns da einfach mal Klartext reden. Das ist Spekulieren, das ist Zocken. Da kann ich aber auch ins Wettbüro gehen oder auf ein Pferd setzen. Das ist um und bei das Gleiche. Das hat sozusagen mit wirklich fundamentalen Dingen rein gar nichts zu tun. Das soll es erstmal gewesen sein. Die Fed ist jetzt und andere Notenbanken in einer ziemlich blöden Lage. Wenn man diese Yield Curve Control macht, dann kriegt man andere Probleme. Man hat den Geist aus der Flasche gelassen durch die extreme Ausweitung der Geldmenge. Und jetzt zieht die Wirtschaft an und die Geldmenge ist immer noch da und wird noch größer durch Stimulus und haben wir nicht gesehen. Und weiteres QE, und dann kriegst du diesen Geist nicht mehr eingefangen. Und die Fed glaubt, diese Dinge kontrollieren zu können. So hat es Jerome Powell gesagt. Wir haben die Tools, das zu kontrollieren. Ich wette dagegen. Der Markt wettet dagegen. Mal sehen, wer recht hat. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Servus und ciao.